Voila, und da sind wir wieder bei der süßen Krankenschwester und ich bin trotzdem nicht weitergekommen. Oh Mann. Ja. Also ich habe jetzt mehrere Fallen da, ich bin zweimal reingetreten, ich Idiot. Was soll man dazu noch großartig sagen, gell? So, einmal durch den Spiegel bitte. Dum, 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 dum. Die Musik finde ich irgendwie entspannend. Aber das Gemäuer ist mir einfach unheimlich hier. Und die Fallen erst recht. Und ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit in die Fallen reintrete. So. Passt. Wie gesagt, die Lösung haben wir ja schon gefunden, dass wir drei Steine finden müssen. In den zwei Gängen oder Räumen von links und rechts. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welchen Raum ich da gerne reingehen will. Irgendwie sind sie beide ein bisschen blöd. Ach, nimm mal einmal den Nummer. So. Gas, dein Freund und Helfer. So. Ja, komm, streng dich ein bisschen mehr an. Hopp! Jo, Gas ist weg. Das sind schon mal die guten Nachrichten. Und dass wir nochmal Spritzen bekommen haben, ist auch eine gute Nachricht. Heilung ist sehr wichtig in dem Spiel. Ist mir schon aufgefallen. Eigentlich hasse ich es immer, wenn er die Tür so langsam aufmacht. Und ganz ehrlich, ich habe Angst. Ich habe wirkliche Angst. So. Warte mal. Erstmal Licht aus. So, Schrotflinte überprüfen. So, da haben wir 4 Schuss. Das ist doch schon mal gut. Da haben wir den falschen drin. Explosionspfeile. Ich glaube, da stelle ich nochmal schnell Pfeile her, glaube ich. Moment. Also die sind voll. Wie mache ich das jetzt nochmal, dass ich einfach wechseln? Ja. Stegreif. Gut. So, dann sind alle Pfeile voll. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter. Scharfschützengewehr. Laden wir auch mal nach. Kann ja alles ziemlich schnell laufen, deswegen lieber sicher. Also unsicher. So, und ich glaube. Ja, das letzte Mal. Ich glaube, ich erschieße den gleich. Ich glaube, ich fühle mich da einfach sicherer, wenn ich den gleich wegbolz. Komm her. Mal ganz ehrlich gesagt, weil letztes Mal bin ich in eine Falle hier reingetreten und ich weiß nicht wieso. Ich habe auch festgestellt, dass der noch lebt und sehe da, habt das gesehen, die Falle? Da bin ich das letzte Mal reingelaufen. Ich Idiot. Und da hat's mich aufgespießt. Ich weiß immer noch nicht wieso. Wusste ich. Lieber Maul. Ach Mann, bleib doch mal. Ah, braucht man schon einiges an Munition, glaube ich. So.
Tür können wir jetzt wieder aufmachen. Ich glaube, wenn der Kopf weg ist, dann stehen die nicht mehr auf. Ich bin mir fast sicher. So. Hier haben wir uns das letzte Mal auch umgeschaut. So Schuldscheine oder was auch immer sein soll. Oder eine Liste von den Gefangenen hier. Eine Folterkammer. So, warte mal, ich gehe jetzt mal zurück. Ach, so wie es aussieht, hängt der an der Falle oder so. Kann das sein? Ich hoffe mal, dass ich jetzt die Lösung gefunden habe, dass die nur... Moment. Hat der... Tatsächlich, der hat einen Ring dran, glaube ich. Okay, was finden wir hier? Streichhölzer. Auch nicht schlecht. Aber sonst nichts weiteres, okay. Schöner Slimer-Saft. So, ich weiß jetzt nicht, ob die Falle hier nochmal austritt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich gerade mal ein bisschen Bamme. Runter. Wir gehen erstmal hier hoch. Okay, hier ist eine Bombe und ich habe ein bisschen Schiss. Wünscht mir Glück, dass ich sie entschärfen kann. Boah, das war ja sauber. Okay. Ne, dass sie jetzt nochmal verreckt, das wird mich jetzt echt ärgern. So. Okay. 1, 2, 3. Kann ich das Ding benutzen? Ja, kann ich. Und tschüss! Lecker, lecker, lecker. Oh, da eine hängt da oben. Lecker, lecker, lecker. So, dann hätten wir hier noch eine Tür. Natürlich noch eine Bombe. Das war's, die lassen wir einfach, weil die Granaten haben wir sowieso voll. Also die braucht uns nicht wirklich interessieren. Die Bombe lasse ich. Sicherheitshalber. Seht ihr da? Ah, jetzt checke ich die Falle. Schaut mal da oben den Balken an. Der ist da jetzt nach oben geschnallt, weil kein Gewicht mehr dran ist. Und deswegen ist die Scheiße rausgekommen. Einmal. Da vorne. So, jetzt sind wir da runter. Oh, die Tür mal auf. Das sind keine mehr, okay. Laden wir nochmal schnell nach. So, mitnehmen. Ich hoffe, das Ding ist klatscht jetzt nicht runter oder so. Weil hier finden wir schöne Sachen. Die man gebrauchen kann. 500 Kleber. Scharfschützenmunition. Eine Spritze. Sehr schön. Sowas braucht man immer wieder. Heilung. Munition. Sehr schön. Wunderbar. So. Dann können wir weiter. Also hier kommen wir nicht weiter.
Müssen wir dahinter? Da hinten war nur noch die Bombe und die stört uns jetzt nicht mehr. So. Was ist das jetzt? Also damit kann ich nichts machen, oder was? Brauchen wir kurz Licht, um hier umzugucken. Ob hier vielleicht irgendwo noch was ist oder so. Nein, da ist nichts mehr. Okay. Da ist eine Kiste. Die zu ist. Mit Stacheldraht oder was das sein soll. Besser gesagt ein Tresor, der zu ist. Okay. So, dann hier runter. Geht er nicht anders weiter? Alter, was geht denn jetzt ab? Nein, oder? Okay, das war unser Tresor, Heini. Zumachen. Gas zumachen, Gas zumachen. So. Weiter umgucken. Irgendwo. So, verbrenn mal, da noch zumachen. Ich hoffe, das reicht dann. Ja, komm, streng dich mal ein bisschen an hier. Geht ja um dein Leben. Puh, wunderbar. Wir haben überlebt. Der wollte uns vergiften, der Typ da oben. Wer auch immer das war. Auf jeden Fall ist der aus dem Tresor rausgekommen. Na, Prost, Mahlzeit. Das war ja mal nicht so dolle. Munition. Immer gut. Ich merke hier schon, wir finden einen Haufen Scharfschützen-Munition. Ich glaube, ich soll die Munition mal verbessern von den einzelnen Waffen oder so. Oh, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist natürlich immer gut. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Renn, 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 renn. Ich erkenne die kaum. Ist er tot? Ah, sicher ist sie hier. Nachladen nicht vergessen. Oh Gott, da kommt der noch einer. Also der ist tot. Wenn ich Clipper sehe, dann ist er auf jeden Fall tot. So, lala. Ich finde, bei dem Zielen, da sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Weiß aber auch nicht wieso. Da
Da ist eine Bombe schon mal. Ah, bitte, 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 bitte. Hoffen wir. Ich rechne immer mit so einer Verzögerung oder so. Boah, ist die Lampe hell. Scheibengleister. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo in Katakomben oder so. Irgendwie unten in den Katakomben. Kann man da hoch? Sieht so aus. Oh, da waren schon einige vor mir da. Okay, das ist ein Tor. Ein Tor, ein Tor, ein Tor. Dann schauen wir erstmal dahinter. Was da hinten sich versteckt. Aber dieser Nebel da unten auf dem Boden finde ich gar nicht gut. Oh, noch eine Bombe. Richtig schön mies versteckt. Muss man richtig aufpassen. So. Daumen drücken, hoffen. Wow, 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 wow. Das war jetzt knapp, meine Freunde. Das war echt ein Millimeter knapp. Ah, weil hier Glibbergel ist, deswegen haben sie eine Bombe hingestellt. Na, hätten wir uns wahrscheinlich zu arg bewegt, wenn wir es aufgenommen hätten. Und dann wäre draufgegangen. Schöne, schöne Falle, muss ich sagen. Das sind auch lauter Leichen, aber hier kommt man nicht durch. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir durch das Tor da vorne durch. Würde ich jetzt mal behaupten. Sieht auch alles hier so ängstlich aus und bedrohlich. Lauter Totenschädel. Naja, das sind wir ja schon gewöhnt. Das ist ja ein Horrorspiel, daran muss man sich ja gewöhnen, irgendwie. So, dann würde ich sagen, machen wir die Tür doch mal auf, oder? Oh. Na toll, wir schließen uns damit selber ein. Gar nicht gut. Und was liegt darum? Das sieht aus wie eine Falle. Dann werden wir sie entschärfen, würde ich sagen. Weil da kommen wir nicht einfach so durch. Ausmachen. Oh oh. Ah, verdammt, ich bin's immer anders gewöhnt hier. Oh shit. Daneben getroffen. Aber warte mal, wir haben doch... Warte mal. Wir haben doch Granaten, oder? Drei Stück. Scheiße. Und da hat's Bumm gemacht. Da hat's Bumm gemacht.
glaube, das war eine sehr gute Lösung.